Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Tagebuch eines Krieges. Ich habe diesmal Italien gespielt, und in diesem Format erkläre ich ja, wie ich diese Runde gespielt habe und welche Taktik ich angewendet habe. Wegen dieser Runde habe ich eine spezielle Taktik angewendet, und zwar die Taktik von Aufklärern und Grenadiere. Ich habe nur Aufklärer und Grenadiere geforscht, bis zum geht nicht mehr, plus halt Luftüberlegenheitsjäger. Mehr hatte ich nicht gehabt. Nachhinein habe ich später dann irgendwann mal angefangen, Zerstörer zu bauen, damit ich auch irgendwas auf Wasser habe. Aber sonst habe ich eigentlich nur diese vier Einheiten benutzt. Alles andere, was zum Beispiel diese Standardinfanteristen, die sind tatsächlich noch von Anfang her, weil ich habe die nicht geforscht. Kein bisschen. Und das finde ich auch gut. So, die ganzen anderen Sachen habe ich ja, was ich so geforscht habe, sind nur die Grenadiere. Waren auch hier nur die Aufklärer. Und sonst habe ich in der Richtung noch ein bisschen Artillerie geforscht, weil ich so ein bisschen Lust drauf hatte. Aber habe ich nur ein Stack von gebaut und viel genutzt habe ich die auch nicht. Luftüberlegenheit habe ich gemacht, damit halt, falls mal irgendwie doch einer aktiv wäre, habe ich ein bisschen Sicherheit in der Luft. Genauso wie Aufklärer, die habe ich dann nachher geforscht, weil ich die Artillerie auch geforscht habe, habe ich die mitgeforscht. Genauso wie Marine-Patrouillenflugzeuge, falls doch mal eine Marine-Übermacht kommen sollte. Zu diesen Einheiten, die ich gebaut habe. Dann guckt in meinen Guides an, da werde ich ganz genau erklären, wie stark gegen welche Einheiten diese Einheiten sind. Also jetzt nicht unbedingt jetzt fragen, warum hast du jetzt Aufklärer oder Patrouillenflugzeuge gebaut. Wegen Patrouillenflugzeuge kann ich ja jetzt schon mal grob sagen, die sind einfach nur gegen Marineeinheiten nützlich, weil sie gegen Marineeinheiten, Schiffe und U-Boote Schaden anrichten, aber gegen sonst anderen nix. Und dann natürlich wehrlos gegen andere Flugzeuge. Schiffe habe ich dann Zerstörer gebaut, später dann noch ein paar Kreuzer, weil mir langweilig war, weil die Runde ging ja ein bisschen voran. U-Boot hatte ich auch mal kurz geforscht, aber ich habe keins gebaut. Generell habe ich nichts gemacht. Season-Einheiten ging hier noch nicht, weil das noch nicht die aktuelle Season war mit den Flugzeugen. Diese Runde ging ja auch 45 Tage. Das ist eine ganz normale Flashpoint-Sache, wegen ich mache solche Sachen ja nur, um Gold zu farmen. Und wenn ich so ein paar spezielle neue Taktiken probiere oder irgendwas anderes Spezielles passiert ist, dann landet das zum Beispiel unter Tagebuch eines Krieges. So, dann fangen wir mal an. Wie ist die Weltordnung am Anfang gewesen? So, die Weltordnung am Anfang. Am Anfang war es ruhig. Welt war in Ordnung. Aber schon direkt am ersten, zweiten Tag hat angefangen, Österreich mit dem Krieg zu führen. Und Kroatien auch. Und ich habe mich dann einfach mal so hinreißen lassen und ja, habe dann einfach mal angefangen, Italien zu spielen. Ich meine, ich war am Anfang noch mit Frankreich verbündet und Polen, dass ich sozusagen in der Kolli war. Aber nachher wurde es ein Solo-Win, da die Koalition alle aufgelöst worden sind. Und Polen hat sich natürlich gut ausgebreitet. Ich damit habe dann auch so ein bisschen geholfen dann. Dann bin ich auch Richtung Osten gegangen, habe Kroatien so eingenommen in der Richtung. Dann Österreich, ein Krieg begonnen. Dann ist die Allianz zerfallen, da habe ich gegen Polen gekämpft, so wie man sieht. Und allen drum und dran. Polen hatte ein Riesengebiet, das habe ich dann auch eingenommen. Und ja, ganz entspannt habe ich dann weitergemacht. Dann erst eine ganze Ruhe Polen und die restlichen deutschen Provinzen alle eingenommen. Polen ging dann noch Richtung Frankreich, da habe ich mir gedacht, dann gehe ich mal auf Frankreich mal drauf, dann hole ich mir Frankreich langsam aber sicher, weil die Koalition ist ja auseinandergebrochen und dann habe ich einfach mir Frankreich einverleibt. Dann war es eine Zeit lang ruhig, dann habe ich mir noch eben die Tschechische Republik geholt, war dann auch ganz schnell meine. Dann habe ich mir gedacht, mache ich mal Rumänien weg. Dann blieb mir nur noch die Wahl, leider aber war die Ukraine. Und dann bin ich in Ukraine langsam eingefallen und habe die auch gut eingenommen. Das Lustige ist in der Ukraine, die waren teilweise bis hinten zu den baltischen Staaten hoch marschiert und durch Moskau durch, bis hier hinten hin. Und ja, da habe ich dann einfach nur noch die restlichen Sachen der Ukraine eingenommen.
und halt noch ein bisschen angefangen, hier unten Iran einzunehmen, wie man sieht. Und dann war auch Ende. Dann hatte ich mit 1502 Siegpunkten den Solo-Sieg gewonnen. Das war schon eine ganz schöne Sache, finde ich. Also finde ich. Duplo 2001 war ja Algerien. Mit Algerien habe ich keinen Krieg geführt, weil Duplo einer meiner Mods ist von Discord. Deswegen habe ich keinen Krieg gegen ihn geführt. Hätte er mich aber angegriffen, hätte ich aber auch reagiert. Jetzt schauen wir uns mal ganz genau an, wie viele Truppen hatte denn mein Mod? Der hatte nicht viele Truppen hier. Ich habe hier einfach nur ein paar Schiffe gehabt, die einfach nur so rumstehen. Aber so viele Truppen hat er nicht gehabt. Ich weiß auch nicht warum. Oder ob er überhaupt aktiv wirklich gespielt hat. Oder ob er mir einfach die Runde geschenkt hat. Das weiß ich nicht. Hab mit ihm noch nicht rüber gesprochen. Kuba natürlich wurde von einem Computer übernommen. Man sieht natürlich eine computergesteuerte Nation. Immer noch in dem Thema, dass die nur Gefechtsaufklärer bauen, Standardinfanteristen und halt auch Schützenpanzer. Und diese Nation hat jetzt keine Schützenpanzer gebaut. Das ist eigentlich ungewöhnlich, wenn eine KI übernimmt. Wegen einer KI baut Schützenpanzer, Aufklärer und Standardinfanteristen. Die bauen keine Flugzeuge, bauen keine Schiffe, nichts. Alles andere, was so überflüssig ist, aber anscheinend haben sie wohl die KI wohl ein bisschen geändert. Wegen, ich sehe keine Schützenpanzer mehr, die so sinnlos gebaut werden, aber dafür massig Aufklärer. Gucken wir doch mal weiter durch. Ich lese nicht alle Patchnotes durch, da bin ich mal ganz ehrlich. Und ich vermute tatsächlich, dass sie es rausgenommen haben, das mit den Schützenpanzern, weil die Schützenpanzer waren doch ganz schön nervig immer. Aber Gefechtsaufklärer ist vollkommen okay. Zu meiner Taktik, die ich angewendet habe. Ich habe ja von Anfang des Videos gesagt, dass ich ja eine Taktik angenommen habe mit Schützenpanzern, ach nicht Schützenpanzer, sondern Gefechtsaufklärer und Grenadiere. Habe ich hier noch ein Beispiel 10er Stack, den ich mal eben so zeigen kann, wie stark die sind. Ich habe nämlich immer 5-5. Da war die Iran-Invasion. Ich denn noch irgendwo so ein 10er Stack rumstehen? Ja, das ja nicht, ne? Da kann man das so machen? Noch irgendwo ein Aufklärer einzeln stehen. Da. So, da kann man sehen, dass so ein normaler Aufklärer. So, da habe ich das erstmal so gemacht, damit man sieht, wie viel Angriff die haben. Also ich habe immer ein Verhältnis ein, quasi von jeder Sorte gleich viel drin in den Stack zu haben. Das heißt 5 Aufklärer und 5 Grenadiere. Die haben einen Angriffswert von 75 und insgesamt 305 Trefferpunkte auf höchster ausgebauter Forschungsstufe. Mit einer Abwehr von 85 ist das gar nicht mal so schlecht gegen weiche Ziele und gegen harte Ziele Angriff 65 und Verteidigung 76,3. Natürlich sind das eher so auf Verteidigung differiert, weil nämlich die Grenadiere sind Verteidigungseinheiten, aber sie sind natürlich auch stark gegen Infanteristen und allen drum und dran, also hauptsächlich auch gegen Panzer sind Grenadiere gut. Verteidigung gegen Luft, das ist wegen der Gefechtsaufklärung, ist der Wert auf 25,6. Das heißt, wenn man eine 5er Staffel Jagdbomber auf so einen 10er Stack drauf ballert, hat der auch ordentlich Verlust. Der verliert mindestens 2-3 Flugzeuge oder schafft es vielleicht gar nicht, diesen Stack niederzukriegen. Dasselbe ist es mit Helikoptern. Die sind natürlich verdammt stark auch gegen Helikopterabwehr. Also, im Thema Luftunterstützung brauchten die eigentlich nicht viel, aber die Luftüberlegenheitsjäger habe ich aber trotzdem gebaut, damit ich einfach nur diese Luftsicherheit habe. Und ich habe mich da auch sehr positiv überrascht, mit dieser Combo durchzustarten. Und es hat wirklich Spaß gemacht, damit auch anzufangen, weil man vor allen Dingen auch direkt am Anfang so einen Rush machen kann mit Aufklärern, indem man den Aufklärer als erstes forscht, dann eine halbe Stunde wartet, bis man den ausbilden kann und dann ba baut man nicht an jeder Stadt Standardinfanteristen, sondern baut man an jeder Stadt einen Aufklärer. Das heißt, am Tag 2, zumindest am Ende von Tag 2, hat man sehr viele Aufklärer, mit denen man dann anfangs verdammt stark gegen die Anfangsarmeen anderer Nationen angehen kann. Weil nämlich die Standardinfanteristen haben ja auf Stufe 1 eine ganz große Schwäche und zwar auch Fahrzeuge halt, ne? Und Gefechtsaufklärer sind halt harte Ziele, das sind keine weichen Ziele, die zählen ja als Panzer. Kann man ja draufklicken, dann sieht man das. Moment, da sieht man dieses Symbol, das heißt, das sind Panzer.
Und das heißt, die sind harte Ziele. Standard-Infanteristen auf Stufe 1 können sich da nicht viel gegen wehren. Die haben nämlich nur eine Abwehr von 2,5 und einen Angriff von 2. Das heißt, Standard-Infanteristen sind grundsätzlich ein Aufklärertrupp unterlegen. Deswegen habe ich so mir gedacht, die Combo, um einfach schnell einen Rush zu machen, dass ich die ersten 2-3 Tage nur Aufklärer baue und die Standard-Infanteristen halt mitschicke in den Stacks, bevor ich die Grenadiere fertig habe und auch schnell hier halt in die Länder einfallen zu können. Der Plan hat auch wunderbar funktioniert. Ich bin auch wirklich schnell durchgekommen. Man kann nämlich auch einen Aufklärer in der Stadt stehen lassen, auch wenn er keine Provinzen einnimmt. Aber der kann die trotzdem verteidigen bei Aufständen, ohne dass die Stadt übernommen wird. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Sache. Und ich habe dann halt so lange die ersten 3-4 Tage dann halt mit Gefechtsaufklärern und halt die Standardinfanteristen, die ich von Anfang an dabei hatte, halt die ganzen Gebiete eingenommen. Ab dann habe ich dann Armeestufe 2 Basis aufgebaut, wo ich dann die Grenadiere angefangen habe zu bauen. Die habe ich dann auch in Massen erstmal produziert, so gut es halt geht. Auch in Stufe 1 und dann habe ich angefangen zu leveln. Das heißt, ab Tag 6 oder 7 habe ich angefangen, die Grenadiere auf Stufe 2 und 3 zu bringen, genauso wie die Aufklärer. Und dann versucht, immer so gleichmäßig hochzubringen. Als dritte Einheit hatte ich die Luftüberlegenheitsjäger drin. Das war auch gar nicht mal so eine schlechte Idee, wegen manche Nationen hatten auch ein paar Jagdbomber. Zum Beispiel Polen hatte welche. Ich glaube, sonst hatte kein anderer noch irgendwelche Jagdbomber. Gegen Panzer hatte ich natürlich auch super Chancen, weil Frankreich hatte viele, viele Panzer, wo ich gespielt hatte. Und ich habe es einfach genutzt, dass ich hier reinmarschiert bin und ja, die KI hat ja schon übernommen gehabt. Das heißt, manchmal kommen die angelaufen, manchmal auch nicht. Und da habe ich dann erstmal so Stück für Stück erstmal eingenommen und habe dann die Einheiten losgeschickt. Wenn ich natürlich Luftüberlegenheitsjäger habe ich auch tatsächlich gegen Bodenziele eingesetzt. Die greifen nämlich nicht im Patrouillenmodus, greifen die keine Bodenziele an. Man muss das schon anvisieren, also man wählt dann quasi die Einheit hier eben aus. Sagt eben Angriff und dann kann ich auch eben sagen, greift das Bodenziel an. Das funktioniert auch ganz gut wegen. Und auf dieser Stufe haben sie auch schon einen guten, einigermaßen akzeptablen Angriffswert, dass man die notweise auch gegen Bodenziele einsetzen kann. Notweise. Muss man nicht. Aber auf jeden Fall gegen Ziele, die sich nicht wehren können, zum Beispiel Kampfpanzer, können sich ja so gut wie gar nicht gegen Flugzeuge wehren. Da können wir mal ganz kurz mal gucken, wegen die Kampfpanzer hier. Können sich gegen Flugzeuge ja gar nicht wehren. Das heißt, ich habe die Luftüberlegenheitsjäger auch tatsächlich genutzt, um Kampfpanzer auszuschalten. Und die kriegen auch in den letzten Stufen auch keine Möglichkeit, sich gegen Flugzeuge zu verteidigen. Das heißt, die Panzer sind immer unterlegen gegen Flugzeuge. Da kannst du auch Luftüberlegenheitsjäger gegen einsetzen, wenn die alleine sind. Und dann kriegst du die auch ohne irgendwelchen Schaden zu kriegen auch kaputt. Aufklärer habe ich ja hauptsächlich genutzt, damit ich ungefähr sehen kann, wo die Truppen alle sind. Und zum Beispiel hier unten habe ich ja den Aufklärer hier eingesetzt, um zu sehen, wie es denn hier mit den Truppen ist. Ja, sind nicht alle aufgedeckt worden, was jetzt genau ist. Und drum dran. Und dann wäre gut. Was jetzt noch interessant gewesen wäre, glaube ich, so wie ich gerade sehe, nur Syrien. Syrien war noch ein aktiver Spieler, wie es aussieht. Der hatte ganz viele Luftüberlegenheitsjäger, aber die waren meinen Luftüberlegenheitsjägern nicht gewachsen, weil ich meine gelevelt hatte. Auch wenn er jetzt so viele hatte. Ich habe, glaube ich, nur 10 Stück gehabt und er hat hier fast 20 Stück. Wären meine trotzdem überlegen gewesen, da ich höhere Level habe. Er hatte auch ganz schön viel Aufklärung hier. Ich hatte hier auch schon Schiffe hin. Das wäre mein nächstes Kriegsziel gewesen. Aber das wäre auch ganz interessant und easy geworden. Und ja, der wäre der nächste gewesen. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, das war eine schöne Runde. Ich habe auch eine gute Taktik ausgewählt. Probiert das doch selber mal aus mit diesen Gefechtsaufklärern und Grenadieren. Tatsächlich mache ich das gerade wieder in einem anderen Spiel, wo ich dieselbe Taktik fahren möchte. Und wegen das habe ich jetzt das erste Mal auf dem Flashpoint-Server probiert. Ich probiere das jetzt wieder auf einen Flashpoint-Server, glaube ich, aus. Oder war das jetzt auf dem WW3-Server? Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall probiere ich die Taktik nochmal aus, ob sie wirklich Hand und Fuß hat. Wegen auf manchmal auf dem Flashpoint-Server könnt ihr selber. Sind da vielleicht nur noch 3-4 Leute aktiv nach den 7. Tag oder so. Und deswegen ist das für mich so eine Art Farm-Server, die Flashpoint-Server, um wirklich Gold zu farmen. Und wenn ihr irgendwelche solchen ähnlichen Erfahrungen gemacht habt, in ähnlichen Kombinationen oder welche Kombination ich mal spielen soll, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mal schreiben. Wegen ich lese das gerne mal durch und würde es auch dann noch gerne mal ausprobieren.
Ob ich dazu ein Video mache oder nicht, das seht ihr dann, aber ich bin auf euer Feedback gut angewiesen, denn ihr gebt mir manchmal Sachen zum Nachdenken oder was ich machen kann. Und ich hoffe, das hat euch gefallen, wie ich ungefähr diese Taktik angewendet habe und welche Einheiten ich hier genutzt habe und wie ich geforscht habe und einen drum und dran. Auf jeden Fall muss ich nur als Zusatz sagen, ich habe hier tatsächlich nur Grenadiere und Aufklärer benutzt, hauptsächlich zum Kämpfen. Alle anderen Einheiten, die ich dabei hatte, die standen einfach nur zum Support oder als Deckung da oder als sonstigen Kram. Das heißt, die Schiffe habe ich weniger genutzt, weil wirklich viel Küstenfläche hatte ich ja wirklich nicht. Außer wo ich jetzt in Griechenland war, da habe ich ein bisschen mehr Schiffe benutzt, ja. Aber sonst eigentlich eher weniger. Ja, da würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Ich habe ein bisschen viel gelabert und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch trotzdem noch einen schönen Tag. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, wär ich froh darüber, wenn ihr es jetzt nachholen würdet. Denn willkommen bei Schrank. Und natürlich liken nicht vergessen, damit mehr Leute zu uns finden. Das ist der schöne YouTube-Algorithmus. Desto mehr Likes, desto mehr Leute können uns finden. Und vergesst nicht, hier in Discord reinzugucken. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr meine Runde mit mir zusammenspielen wollt. Bis dann, sag ich schon mal ciao. Euer Schrank. We'll be right back.